Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Den brauchen wir auf jeden Fall nochmal Teller. Sonst wird das nix. Weil auch wenn der jetzt gut abräumt, jetzt habe ich 20. 20 sollte klar gehen. Ich mache lieber mal noch einen mehr. Das kann ja nicht schaden. 500 Piepen habe ich auf jeden Fall übrig. Ich werde jetzt hier noch ein paar Tische bauen. Und dann kann ich da noch einen dran machen. Jetzt sollte ich genug Plätze haben, um alle bedienen zu können. Und wie es aussieht, kommt heute der Gourmet trotzdem wieder. Auch obwohl ich verkackt habe letztes Mal. Pass auf, wir machen jetzt nochmal die Hühnersuppe. Einfach damit die vorproduziert ist. Passt. Weil wir hundertprozentig die noch brauchen. Wenn nicht heute, dann den nächsten Tag. Deswegen machen wir die einfach mal kurz fertig. Die Hühnerbrühe, die kommen noch mit rein. Weil dann haben wir die einfach schon mal vorgekocht. Und die Tomatensuppe geht easy. So, aber hier muss man noch ein bisschen mehr schneiden. Deswegen mache ich die jetzt nochmal fertig. So, Hühnersuppe fertig. Die stelle ich hier bei der Petersilie rein. Da heute so viele Kunden kommen, werde ich noch Mitarbeiter einstellen. Und zwar wirst du einfach nur der Kellner sein und dann nehmen wir Nathalie noch mit rein und die wird aufwaschen. So, Cleaning mache ich selber. Weil bei über 20 Kunden so, da kann ich das nicht mehr selber stemmen. Hier könnte ich noch ein kleines Tischchen machen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Wir machen noch einen kleinen Tisch hin. Schaden kann es nicht. So. Jetzt sind wir aber gut ausgestattet. Das heißt, wir starten. Wir öffnen den Laden. Und der Gourmet kommt heute tatsächlich nochmal, wenn ich den letzten Mal eingeladen habe. Das können wir vielleicht zum Schluss noch machen. Hähnchenspieße. Tomatensuppe. Ich habe auf jeden Fall von jedem noch ein bisschen was da. Hühnersuppe. Wir müssen allerdings gucken, dass die Sachen nicht zu schnell alle werden. Level 19 erreicht. Oder da steht noch eine Schlange draußen. Die kommt Stück für Stück rein. Aber da kommen immer mehr. Die holen sich einer nach dem anderen den Kebab. Das ist krass. Tomatenkebab. Tomatensuppe. Und jetzt sieht man auch, wie viel noch da ist. Wie viel die sich nehmen können. Sieht aus wie fünfmal oder so. Ja, vielleicht auch noch vier. Viermal. Und Tomatensuppe könnte wieder gebraucht werden, wenn der nächste was will. Ja, der will Kebab. Und alle Kebab. Ich brauche einen neuen Ofer-Kebab. Ofer-Kebab ist alle. Tomatensuppe ist auch gleich alle. Das heißt, da packe ich auch schon mal die Hitze drauf. So, Ofer-Kebab fertig. Ofer-Kebab. Kannst du dir wieder gönnen. Tomatensuppe mache ich rein. Haben wir wieder einen Gönner. Jetzt geht der Stress hier los. Tomatensuppe. Zack. Aber sieht aus, es kommen noch einige. Weil es waren doch noch nie. Nie im Leben waren das schon fast 30 Kunden. Aber es ist gut, es wird ja aufgewaschen. Die Kunden werden bedient. Wir reden erstmal mit dem hier. Vielleicht blockiert der die Zeit. Ja, Toni, Toni, Toni.
Wir nehmen die hier. Ein ganzes Huhn. Rote Chili, grüne Chili, Petersilie, eine Zwiebel und eine Zitrone. Wir könnten das ganze Huhn schneiden. So, da können wir eine Keule draus machen, eine Hähnchenbrust, Hühnerbeine. Und das können wir an sich alles grillen. Probiere ich einfach aus. So, wir machen hier Chili-Pfeffer drauf. Hier schwarzen Pfeffer. Hier nochmal Chili-Pfeffer. Überall Salz. Dann nehme ich mir einen Teller. Dann werde ich das einfach in ein Gericht verwandeln. So, das heißt, ich mache erstmal den Grill an. Dann haue ich alles drauf. Und mal gucken, ob er zufrieden ist. Fleisch. 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 Chili. Chili und eine Zwiebel. Ah, die Zwiebel, die brät nicht. Hühnerbein drehen. Das drehen. Das drehen. Fertig. 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 Grüne Chili fertig. Die müsste auch fertig sein, hä? Ja. Finde noch die Zwiebel. Die werden wir noch klein schneiden in der Mitte. Und das war's. Dann soll er eigentlich zufrieden sein. Weil mehr kann ich daraus nicht machen. So, bitteschön. Hau rein. Diese Liebe zum Teig, das ist ein wunderbares Gericht. Der Meister wird nicht erfreut sein, dass du so schnell Fortschritte machst. Wie auch immer, ich will dich jetzt nicht einschüchtern, Junge. Sie haben Potenzial, aber ein guter Koch sollte sein Können auch in der Backstube unter Beweis stellen. Ich habe dir ein neues Rezept geschickt. Du solltest dir einen neuen Backofen und einen Standmixer zulegen. Bis zum nächsten Mal. Hihi. Sieg! Toni besiegt! Da kommt noch der letzte wahrscheinlich. Oh, die Petersilie behalte ich. Tomatenkebab. Sieht aus wie der letzte, ja. Aber dann ist auch Schluss für heute. Nö, da kommt noch jemand. Dann habe ich Toni besiegt. Ich habe auch eine Spieße gemacht. Was will man mehr? Oh, hier ist noch Dreck. Den Dreck muss ich natürlich wegmachen. So, jetzt ist was alle. Es kommen noch mehr Leute, Junge. Auberginen-Kebab ist alle. Ufa-Kebab ist noch da. Tomatensuppe habe ich auch noch da. Oh, jetzt kommen noch mal einige. Tomatenkebab wird gewünscht. Der ist hier. 21. Ich habe jetzt 3 Level bekommen. So, wir machen die Tomatenkebab schnell drauf. Oh, alles voll gemüllt. Aber glückliche Kunden. Tomatenkebab kannst du nehmen. Auberginenkebab. Scheiße. Speed. Aubergine, Aubergine, hier. Nein, er hat nichts mehr genommen. Ufa-Kebab auch alle. Auberginen wollten die auf jeden Fall einen Ufa-Kebab. Weiß ich jetzt nicht. Das wird die letzte Kundin sein. Nö. Nö, 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 nö. Den heben wir auf. Den heben wir auf. Ich meine, sie nicht für einen Kunden noch. Noch den Kebab extra drauf. Das wäre Verschwendung. Tag vorbei. Ist irgendwo Dreck? Nee. Das heißt, wir können jetzt hier alles abräumen. Nathalie wäscht alles auf. Dafür ist er eingestellt. Damit ich das nicht machen muss. Dann räume ich die Teller nur noch rein. Jetzt
sie weiter abwaschen kann. Ah, Junge, Junge, Junge. Aber da habe ich noch gute Reserven für die nächsten Tage. Tomatenkäfer habe ich zwar nur noch zwei da. Aber das teilt sich ja immer so ein bisschen auf. Es sieht alles sauber aus. Goldbräuler ist auch da. Das heißt, der wohlverdiente Feierabend. Ja, die eine ist nicht zufrieden gewesen. Beziehungsweise der andere auch, weil ich zu langsam war. Aber sonst war das ein unglaublich erfolgreicher Tag. Den Chefkoch besiegt, mega Kebabs gemacht, übelst Geld eingenommen und übelst viele Leute da gewesen. Das war's für heute mit dem Kebab-Simulator. Schaut doch gerne bei den letzten Videos mit vorbei. Lasst ein Like, Abo und Kommentar da, wenn ihr mehr sehen wollt vom Kebab-Simulator. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.